Am Wochenende wurde wieder geheiratet in Großbritannien. Die frisch vermählten Prinz Harry, 33, und Herzogin Meghan, 36, waren zu Gast bei der Hochzeit von Celiam Corcuudale mit Georg Wuthuse. Celiam Corcuudale ist die Tochter von Lady Sarah Corcuudale, 63, der Schwester von Prinzessin Diana, 1961 bis 1997, und damit die Cousine von Harry. Der Herzog und die Herzogin von Sussex zogen dabei alle Blicke auf sich. Harry bewahrt Meghan vor einem Ahr. Prinz Harry trug einen schicken Anzug mit grauer Hose, dunklem Jackett, hellem Hemd, heller Weste und blauer Krawatte. Ehefrau Meghan hatte sich für ein schickes, buddenlanges, langärmeliges weißes Kleid von Oscar de la Renta entschieden, das mit blauen floralen Mustern verziert war. Sie kombinierte dazu einen weißen Faszinator, eine weiße Klutsch und weißer Pumps. Doch das Outfit wurde ihr fast zum Verhängnis. Wie ein kleines Video zeigt, das der britische Mirror veröffentlicht hat, geriet die Herzogin auf dem Weg zur Kirche kurz ins Straucheln. Ehemann Harry konnte einen Fall verhindern, da sie sich an den Händen hielten. Ein echter Gentleman. Erinnerung an Prinzessin Diana. Der Herzog und die Herzogin von Sussex wirkten entspannt im Kreise der Spencer-Familie. Auf den Bildern, die der Mirror ebenfalls veröffentlichte, sind die beiden lachend abgelichtet. Von Louis Spencer, 24, Sohn von Prinzessin Dianas Bruder Charles Spencer, 54, und somit Harrys Cousin, bekam Meghan ein Küsschen auf die Wange und ihr Ehemann eine herzliche Umarmung. Der Braut kam eine besondere Ehre zuteil. Celiam Corcuudale hatte das Diadem auf dem Kopf, das einst auch Prinzessin Diana bei ihrer Hochzeit mit Prinz Charles, 69, im Jahr 1981 getragen hatte.